Glaube an dich. Yes, der fliegt. Unser Bett ist jetzt wahrscheinlich auch weg, ganz ehrlich. Dann gehe ich jetzt aber ganz schnell mit einem Warp-Powder nach Hause. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Heute auf einer nagelneuen Map und zwar nennt sich diese Factory. Ich werde mich jetzt sofort in die Mitte bauen, beziehungsweise baue ich mich jetzt zuerst zum Eisen. So habe ich das zumindest letzte Runde gemacht. Ich habe schon einmal auf dieser Map hier gespielt und muss sagen, ich finde die eigentlich echt super duper. Die macht echt Fun. Oh, hat sich ja... Ist ja genau sich ausgegangen. Wow, ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich. So, zack, dann zack. Super, er baut sich gleich weiter in die Mitte. Perfekter Teampartner, würde ich sagen. Ja, also wie gesagt, ich habe einmal schon auf dieser Map gespielt. Das Problem war dann, dass das ganze Spiel so lange ging, dass ich das nicht hochladen kann. Und deswegen, ja, verzeiht mir. So, erstmal... hier noch schnell was holen und hier noch was holen und 1, 2, 3, 4 lasse ich mir noch übrig. Oh, unser Teampartner ist gestorben. Habe ich nie gesagt. Perfekter Teampartner. Nein, Spaß. Ist ja nur Spaß, Leute. So, hier ist auf jeden Fall schon jemand, der sich zu uns bauen möchte. Das Schwein hier. Hä? Ach so. Ach so, lol. Das ist unser Teampartner und ich dachte, wir sind gelb. Aber wir sind ja ein Team grün. Schlau. Oh, okay, den habe ich. Der andere hat sich noch nicht ausgerüstet. Ohne Witz, dann könnten wir den jetzt holen. Also im Prinzip wäre es wirklich egal. Oh, er ist runtergefallen. Ja gut, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, dass mir sein Teampartner leid tut? Zack! Und schon das erste komplette Team ausgelöscht. Perfekt, würde ich sagen. Er schreibt nice. Und ja, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir aber auch gleich weiter. Und hole ich mir hier noch ein bisschen Eisen. Dann tippe ich mich nachher nach Hause. Aber ich brauche ein besseres Schwert und eine bessere Brust. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal hier... hat erstmal Privileg, so ein Knockback-Stick ist auch immer gut und eine bessere Brust. So, und dann könnte ich mir sogar noch eine bessere Spitzhacke leisten. Leute, ich fühle mich wie im siebten Himmel. Ist doch perfekt, die. Oh, falsch. So, ja, also wie ihr seht, das Ausrüsten hier ist schon wieder total ungewohnt, eben weil ich jetzt eben die letzten Bed Wars Hunden auf dem Bergwerk Lab Server gespielt habe, dann ist das natürlich ziemlich crazy. Wenn, oh, der hat schon einen Bogen. Ja, nice one. Oh, der hat auch schon einen Bogen. Wenn er den schafft zu töten, das wäre extrem nice. Oh, er hat ihn nochmal getroffen. Nice. So, haben die... Oh, die haben auch einen Bogen. Schade. Okay, was machen wir denn? So, ich würde sagen, wir sind grün. Dann gehe ich jetzt ganz schnell zu mir nach Hause. Obwohl, ich habe Angst, dass die mich abschieben. Nee. Kackegal, YOLO. Ich werde es hoffentlich schaffen. Und wenn nicht, dann... nicht, aber... ja, ich hab's geschafft. Ich kann mir nämlich jetzt auch einen Bogen leisten. Nice one. Dann würde ich sagen, bauen wir das hier auch mal so zu, wie die das gemacht haben, wenn ich schon die Blöcke von denen hab. Dann hole ich mir noch, glaube ich, eine bessere Brust jetzt und einen Warp Powder. Nee, ich glaube, nur ein Warp Powder. Nee, ich glaube, nur eine bessere Brust. Ich glaube, das reicht dann. Dann halte ich wenigstens mehr aus. Super. Und ab in die Mitte. In the middle of the map. Haus. Okay. Gut, Leute. Ich bin schon wieder ein bisschen überdreht. Juhu. Es macht Spaß, überdreht zu sein. So, der Typ da vorne, der denkt schon wieder, er muss kommen. Aber das sehe ich gar nicht ein. Weil das mag ich nicht so. Oh, die da vorne. Ne? Ich habe ja eben keine Ahnung, ob die einen Bogen haben oder nicht. Rot hat auf jeden Fall einen. Und, oh, ein Hit noch und der wäre tot gewesen. Schade.
Wer schießt denn da jetzt? Ja, er schießt gelb. Dann schießt mal wieder rot. Die wechseln sich aber auch alle Tage mal ab. Hä, er schreibt Bow-Spammer. Hä, na und? Was soll ich denn machen? Soll ich ihn einfach so, hier herlaufen lassen oder was? Hm? Soll ich das denn machen? So. Gut. So, der Typ da drüben. Weißt du, wenn man in einer Notsituation ist, als ob man dann da schön dem Gegner die Pfeile so nacheinander schießen lässt, so ganz gechillt. Wenn da einer Vollgas hierher kommt, natürlich boost bei mich dann. Ist gar keine Frage für mich. Dieser Typ, ne? Boah, der macht das ganz gut. Ah, kacke, jetzt. Oh, ich habe ihn aber noch einmal getroffen. Das ist nice. Gelb möchte mich natürlich jetzt auch treffen, aber das ist mir egal. So, einmal habe ich ihn noch. Yes, okay. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich dachte, hier bin ich safe. Ich dachte es zumindest. Aber bin ich wohl nicht. Nein, der hatte sicher auch nur noch ein Herz. Scheiße, und ich mache wieder so scheiß Bewegungen mit meiner Zunge. So. So. Gut. Wir hatten so viel Gold und jetzt kommen die bestimmt zu uns und... Ja, die werden jetzt zu uns kommen. Aber so schnell bekommen die uns hier nicht. Denn unser Team, Pato und ich, wir halten für immer zusammen. Wir sind ein Team. Und wir schaffen das. So, aber es war jetzt auch dumm von mir. Wieso? Aber von wo? Wer hat mich denn da getötet? Rot oder? Ja, Rot hat mich, glaube ich, getötet. So. Da. Hinter dir. So. Ich glaube, ich bin unsichtbar bei ihm. Dann mache ich mal ganz schnell so. Perfekt. Und das ist nicht so gut. Ich werfe hier mal Blöcke hin, damit er weiß, wo ich bin. So, genau, das brauche ich. Und einen Knockback-Stick. So, gut. Und jetzt gehe ich einfach mal in die Mitte. Moment, ich glaube, ich bin bei dem Typen unsichtbar. Wie nice ist das denn? Nee, ich bin doch nicht bei dem Typen unsichtbar. Nice. So, ich dachte, ich kann jetzt einen unfairen Vorteil ausnutzen, aber dann kann ich das leider doch nicht machen, ne? Wenn der mich sieht, das geht dann natürlich nicht. So. 1, 2, 3. So. Dann. 1, 2. Oh, habe ich mir jetzt gerade geholt. Dann kaufe ich mir lieber ein Schwert. So. Perfekto. Bring ich das hier rein. Und ich kaufe mir jetzt für den Notfall echt hier noch ein paar Spitzhacken. Und einen Knockback-Stick vielleicht. Weil. Sollten die Typen hier dann was machen, dann könnten wir die gleich runterschießen. Er ist in der Mitte. Ja, nice. Nice, nice, nice one. Ab in die Mitte, Thomas. Ab in die Mitte. So. Super duper. Hast du gut gemacht, Teampartner. Hast du gut gemacht. Er rennt zu gelb. Dann komme ich jetzt auch zu gelb. Ist mir jetzt auch egal. So. Ich halte die Leute in Schacht. Ich halte sie in Schacht. So, flieg raus aus der Map. Mann, ich habe einen Knockback-Stick. Du musst rausfliegen. Okay, der soll abhauen. Mir egal. Hauptsache, ich habe den noch. Bau sein Bett ab. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Yes, der fliegt. Unser Bett ist jetzt wahrscheinlich auch weg. Ganz ehrlich. Dann gehe ich jetzt aber ganz schnell mit einer mit einem Warp-Powder nach Hause. Damit wir ganz sicher sein können, dass der nicht unser Bett abbaut. Wovon ich jetzt aber stark ausgehe. Oh, ich hoffe es nicht. Bitte nicht. Habe ich es nicht gesagt? Zack! Boom! Wie wir das Team erledigt haben. Nice! So, das war doch eine sehr, sehr gute Teamarbeit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Er hat das Bett abgebaut, ich habe die Leute getötet. So gehört sich das, Leute. So gehört sich das. Wie viel? 15, okay. Dann würde ich sagen, hole ich mir. Hör, hier liegt noch Gold.
Oh. Kaufe ich mir jetzt eine bessere Spitzhacke. Oh. Thank you. Thank you very much. Aber glaube ich, dann kaufe ich mir jetzt hier so ein Easy-Schwert und kack jetzt einfach mal auf den Bogen. Weil eigentlich bin ich ja total der Bogentyp, aber ich glaube, dann lasse ich ihm jetzt mal einfach die Bogensachen machen und ich mache dann jetzt einfach mal den Rest so. So, zack, hier rein und weiter geht's. Der ist jetzt nämlich schon bei Team Rot. Deswegen werde ich jetzt auch mal versuchen, zu ihm zu kommen und ihn natürlich zu unterstützen. Allen seinen Lebenslagen. Weil schließlich sind wir ein Team. Ein Team hält immer zusammen. Oh, wie haben die sich denn eingebaut hier? Auch sehr originell auf jeden Fall. So. Ich habe nämlich jetzt die gute Spitzhacke hier. Jetzt muss ich hier aber auch erstmal durchkommen. Aber wenn ich durchgekommen bin, aber die haben ihre Base echt gut eingebaut, muss ich echt sagen. So, ich hoffe mal, die leften nicht. Ich habe nämlich so krass das Gefühl, dass die jetzt leften. Aber egal. Hä, von Gelb lebt auch noch einer. Haben wir Gelb am Anfang denn getötet oder haben wir da Blau getötet? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas haben wir das Bett ab... Oh. Das Bett von Team Grün wurde von Aldre Pro zerstört. Ach, der ist jetzt bei uns. Ja, nice. Und porte ich mich einfach mal nach Hause, wenn er denkt, er muss sich jetzt in unserer Base hier verkriechen. Das geht ja mal gar nicht. Hier vorne ist der Typ. Yes! Nice. Perfekt, jetzt lebt nur noch einer von Team Gelb. Dann hole ich mir jetzt aber auch einen Bogen, und zwar den 7er Bogen. So. Und jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt keine allzu schwierige Aufgabe mehr wird, diesen Typen aufzuspüren, zu töten. Es sei denn, er hat jetzt auch einen Bogen. Wovon ich jetzt einfach mal stark ausgehe. Ich habe aber keine Ahnung. So. Ach, da ist er. Hat er einen Bogen? Drauf! Ich komme mit dem Bogen. Wir schaffen das. Yes! Und mit dem Bogen noch getroffen. GG! Nice Runde. Ziemlich, ziemlich nice. Gut gespielt. Gespeilt. So. Ja, ich muss sagen, das war eine schöne Runde. Wir haben, glaube ich, alle Teams besiegt. Ich weiß nicht, ob wir am Anfang da jetzt Blau besiegt haben oder ob das Gelb war und der da überlebt hat. Auf jeden Fall war das für mich persönlich eine richtig, richtig coole Runde. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Falls ihr jetzt seht, alles hier ist rot, hier auch und so. Das liegt dran, weil ich eine Sonnenbrand habe. Tut mir leid, Leute. Aber ja, gut, wenn ihr mehr Bad Wolves wollt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und haut rein und ciao.